So Leute, was geht ab? Ich sitze hier gerade im Privatjet Richtung Ibiza. Das wird mit Sicherheit ein sehr wildes Wochenende, denn die Kombination Max Heine, Moduzzi, Bacci und noch ein paar andere verrückte Jungs sind am Start. Es wird wohl eine Mischung werden aus Urlaub, Durchdreherprogramm, aber natürlich auch ein paar geschäftliche Sachen. Und ich bin gespannt. Ich muss ein paar Sachen vorbereiten. Ibiza hat ja in meinem Fall auch einen geschäftlichen Hintergrund. Deswegen bin ich auch hier mit Bacci da. Ganz, ganz krasser DJ, mit dem ich zusammenarbeite. Und wir werden jetzt eine gute Freundin von mir treffen, Larissa Laudenberger. Sie ist auch gut vernetzt auf Ibiza. Und dann schauen wir mal, was passiert. Lasst euch überraschen. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr geile News geben, kommende nächsten Wochen. Krüger, wir sind gerade gelandet. Was steht jetzt auf dem Programm? Ich trainiere für die nächste Fußball-WM. Ich werde jetzt ein bisschen trainieren. Das Training beinhaltet Seilhüpfen, Stretchen, Schattenboxen. Und das tue ich jetzt als erstes. Egal wo, ich habe immer meine Seile in der Tasche dabei. Für Koordination, für Fettreduktion, für Ausdauer. Seilhüpfen einfach das Beste und dafür benutze ich die besten Seile von Everjump. Mit Code KOGA spart ihr mindestens 10%. Leute, das beste All-in-One-Supplement sind für mich die Athlete Stacks von ESN. Ihr habt hier ein komplettes Paket, um alle Mikronährstoffe abzudecken und gerade im Urlaub, kostet nicht viel Platz, habt ihr alles am Start. Denkt dran, mit Code KOGA bekommt ihr maximale Rabatte. Wie kann man seine Übung machen? Der kleine Krüger. Wieso geht es bei dir immer in diese eine Richtung? Ich habe schon so viel Zeit mit dir verbracht, du hast einfach nur abgefärbt. Ja. Sowas wie letztes Mal im letzten Video will ich nie wieder sehen. Mo, bist du bereit? Das war eine Finte. Ja! Ich sehe, Mo, was ist deine Aufgabe hier auf Ibiza? Ich bin der Coach. Aber was wird trainiert, ist die Frage. Was trainiert wird, der Wagen auf jeden Fall. Ich bin der Coach für den Wagen auf jeden Fall. Ich bin ein bisschen in Stress, weil ich habe jetzt Dinner mit Larissa und mit Sven Feth. Wir treffen uns. Für all diejenigen, die nicht wissen, wer Sven Feth ist, kannst du einmal aufklären? Sven Feth würde ich als einen der absoluten Techno-Götter unserer Zeit bezeichnen. Der Urvater der elektronischen Musik. Und jeder, der Sven Feth nicht kennt, sollte sich auf jeden Fall fix informieren, wer dieser Mann überhaupt ist. Ist das Sascha? Wir haben uns jetzt ein oder andere Mal verfahren, aber es ist Larissa. Hi. Wir kennen uns schon seit fast 20 Jahren. Sie kann bestimmt besser sagen, wo wir jetzt gerade sind und was wir hier machen. Wir sind im Las Dalias in San Carlos und wir sehen gleich den Sven. Der legt nämlich hier gleich auf. Ja, 19. Nennt euch mal einen Rapper, der auf Karte trainiert. Der Morgen danach. Ekelhaft, Alter. Was ist die Phase? Wie war gestern? Sangria, sag ich nur dazu. Es war hart, Alter. Sehr hart. Es war eine gute Abhärtung. Dann kann es heute direkt weitergehen, ha? Ich hoffe, es endet mit Wasser heute auf jeden Fall. Hast du noch nie heiße Kartoffel gespielt? Hast du mal Fußball gespielt, Krüger? So wie jedes Kind. In der Pubertät ein paar Jahre gekickt. Und Fußball ist auf jeden Fall ein richtig cooler Sport. Gab es damals schon auf dem Bolzplatz eine Affinität für Kampfsport? Affinität für Kampfsport gab es immer. Ich habe einfach alles gerne gemacht. Einfach bewegt, so wie jetzt. So Mo, du musst den Leuten jetzt mal zeigen, wie es gemacht wird. Wasser ist minus 10 Grad. Ja, warte mal, ich will erst mal beweisen, dass es kalt ist. Das ist schön. Lass dir nichts einreden, Mo. 4 Grad. 4 Grad. Was für Eisbad, Stefan? Guck mal in sein Gesicht. Stefan, das ist eine offene Herausforderung an dich. Hör auf mit der Scheiße. Du musst bei 28 Grad draußen in den Pool gehen. Und vorher trainieren, dass du aufgewärmt bist. Das ist ja hier eine sehr durchmischte Truppe. Wie kam es zu dieser Konstellation? So wie immer, spontan. Es fing damit an,
dass ich gesagt habe, dass ich im Sommer nach Ibiza muss. Max Heiner hat gesagt, er will auch nach Ibiza. Dann haben wir gemeint, ja, wenn es passt, können wir ja zusammen. Dann hat er eine Truppe zusammengestellt, ich habe eine Truppe zusammengestellt und dann kommen natürlich noch spontane Leute hinzu und auf einmal bist du mit 20 Mann hier. Was steht jetzt heute auf dem Tagesprogramm? Ich mache das noch fertig und dann würde ich sagen, essen gehen, schwimmen gehen und dann schauen wir weiter. Ich bring uns sicher, egal wohin, ich bring uns sicher dahin. Was kann man an Kogas Fahrkünsten noch verbessern? Sag mal wo. Extra noch eine Versicherung abgeschlossen, sonst ich in Thailand bin. Ich habe einfach dreimal die Lenkrad fast geküsst wegen dir. Ich sitze vorne. Wir konnten jetzt zwar nichts filmen, aber wir haben uns gerade einen Club angeguckt, der gerade gebaut wird. Und ich glaube, ich nehme nicht zu viel vorweg, wenn ich sage, dass es eine Kollaboration zwischen euch geben wird. Ich kann eines sagen, gibt es schon sehr lange. Und ist ein absoluter Klassiker. Hier haben schon richtig krasse Leute aufgelegt. Und für mich ist wichtig, so ein bisschen Weltoffenheit auch wieder in die Pik Dame zu bringen, die Pik Dame an Orte zu bringen, wo die Leute wirklich offen sind, die Musik lieben. Und für mich gab es keinen Zweifel, dass dieser Ort auf jeden Fall auch Ibiza sein muss. Auch Batschi ist nicht ohne Grund hier. Er sollte sich das Ganze mal angucken, die Leute mal kennenlernen, mit denen wir auch zukünftig zusammenarbeiten werden. Und ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass auch dieses Kapitel grandios werden wird. Batschi hat um 12 Uhr Geburtstag. Wir werden jetzt hier überraschen, haben einen kleinen Kuchen für ihn bzw. seinen Bruder. Und dann schauen wir einfach mal, worauf er da noch Lust hat. Happy Birthday. Thank you. This is so sweet. Ja, let's destroy this house. Alle. Hammer! Hier, guck mal hier, ist wieder vernichtet. Ibiza, Tag 3. Yes. Kannst du den gestrigen Abend zusammenfassen? Kurz gesagt, Batschi hatte B-Day. Wir haben kurz gefeiert, haben den einen oder anderen Stuhl durch die Gegend geworfen aus Spaß. Danach sind wir ins Amnesia, haben ein bisschen getanzt, war soweit auch cool. Aber wir waren ja auch recht früh wieder zu Hause, gegen 3 Uhr. Wie ist es für dich? Das ist jetzt der dritte Club, den wir auf Ibiza besucht haben. Was ja eigentlich nicht viel ist. Überhaupt nicht. Ja. Inwiefern unterscheidet sich Feiern gehen auf Ibiza im Vergleich zu Frankfurt beispielsweise? Die Clubs haben ja mehr so dieses Festival-Feeling. Deswegen sind ja die Ticketpreise auch so saftig, wenn man dann rein will. Also die Eintrittspreise, es ist alles schon sehr groß. Die Leute sind natürlich sehr offen, aber es ist eine harte Mischung, sag ich mal, von verschiedensten Leuten. Wir haben einmal die normale Touristen, dann hast du ein paar bestimmt Locals, die dann auch da mal feiern gehen. Dann hast du natürlich die ein bisschen offeneren Leute, die dann ein bisschen auch mit den Outfits mehr arbeiten. Aber im Großen und Ganzen glaube ich nicht, dass das Feiern ist, was die Leute, die wirklich Plan von der Insel haben, das auch als Feiern bezeichnen würden. Denn die Leute, die wirklich Plan haben, zu denen ich leider noch nicht zähle, gehen woanders feiern. Das sind dann private Sachen oder Sachen, die man halt einfach nicht so Mainstream-mäßig kennt. Was steht heute auf dem Tagesplan? Du weißt doch, wie das ist. Man treibt so durch in den Tag. Ibiza-Style. Fazit zum gestrigen Abend? Ich habe Heißhunger. Das ist der gestrige Abend, Alter. War brutal auf jeden Fall. Wir haben richtig Spaß gehabt. Das war eine neue Erfahrung auf jeden Fall. Ich konnte noch zusätzlich ein paar Liegestütze noch machen, weil ich ja noch einen Booster davor genommen habe. War Hammer auf jeden Fall. Deswegen mit Chromo Duzzi wollte ich das Zeug. Kamst du eigentlich auf die Idee, Liegestütze zu machen im Club? Digga, ich bin ja seit... Der Max hat mir das ganze Haus Elektro Musik überhaupt vorgestellt. Ich war gestern so im Fahrt, so auf Dynamit, Bruder, dass ich dann explodiert bin. Dann musste ich Liegestütze machen. Geil. Was ist der Plan für heute? Heute sind es Dips. Dips? Und ein paar Kniebeugen und so auf jeden Fall, ja. Kniebeugen, ja. Okay. Deswegen, ich habe noch keine Beine trainiert die Woche. Numea, die Hauptstadt Neukaledoniens. Auch viele Kanaken sind in den letzten Jahren von ihren Stämmen auf dem Land. Ich fühle mich voll angesprochen. Wie oft hast du in deinem Leben schon Tischtennis gespielt? Ich sage euch ehrlich, ich habe nur im Knast gespielt, Alter. Wie lange ist das her? Fast ein Jahr. Wie oft hast du in deinem Leben schon Tischtennis gespielt? Dritte Klasse das letzte Mal, Grundschule. Und du meinst, es reicht dafür, um Mo zu schlagen? Ich war 4 Jahre auf der Grundschule. Wie lange warst du im Knast? 3 Jahre plus Sonderschule. Ja! Ah! Ja! Wir haben gar keinen Bock.
Ja! Gute Partie. Schwedische Gardinen haben sich durchgesetzt gegen Grundschule. Genau so. Oh, ey, no. Ja, brauchst du das? Das ist ein Leben, ha? Kopf hier chicken, gell? Traum. Er hat ein bisschen extra angemacht. Nee, gell? Yeah! Unser Warm-up vom Training. Einfacher. Okay, ich habe Sport gemacht. Wow! Oh. Wir haben jetzt ein bisschen gekickt, um uns warm zu machen. Jetzt steht Training auf dem Programm. Pratzentraining, einfach locker ein bisschen flowen, in Bewegung kommen, Kombination schlagen. Danach will ich mich noch ein bisschen unwresteln mit Smijon und mit Max. Und dann war es das auch. Erste Runde fängt Mo an. Nein. Nein, wir machen 3 Minuten Runden. Aber laut Kamera mal bitte. Macht einfach 3 Minuten drauf. Wie das aus? Zwei Schwänze bearbeite. Links, rechts. 4. Weg, weg, weg. Okay. Es waren auf jeden Fall kurze 3 Minuten. Digga, ich trainiere auf dem Berg, Alter. Hier ist Christi bei Thailand, Alter. Komm, hör nicht auf! Jawohl, Alter! Ey! Okay, stopp, wann war dein letztes Workout? Boah, das letzte war bei, ich glaube sogar bei Max. Krass. Schon ein paar Monate wieder her. Ja, man, ich muss wieder die Scheiße durchziehen. Ja, man, ich zieh mir ein paar Rocky von mir rein, dann geht's wieder. Dann kommt die Motivation. Uppercut dazu. Boom, den Garten hinterher. Wie wichtig ist es dir auch im Urlaub aktiv zu bleiben? Ich finde, es ist wichtig, dass man überhaupt in Bewegung bleibt, so wie ich es wortwörtlich sage, dass man den Körper immer aktiviert. Und das macht ihr, indem ihr euch morgen einfach aktiv bewegt, euch stretcht. Und Training gehört einfach zu meinem Alltag, ob leicht dosiert oder härter. Ich bewege mich immer. Letzter Abend, hä? Ist der letzte Abend für dich. Was machen wir jetzt heute noch? Fuck! Boah! Sorry, ich sehe die Kamera nicht. Junge! Ja, einfach mal schauen, was das Nachtleben jetzt so zu bieten hat noch. Sehr, sehr facettenreich. Kommt bestimmt was Gutes. Okay. Krüger. Was war das für ein Finger? Wer weiß. Das siehst du dann auf dem Video. Frag. Sag. Das war's jetzt wohl mit Ibiza, glaube ich. Korrekt. Gestern waren wir unterwegs und es war auf jeden Fall richtig cool. Wie ist es? Choloas? Club. Club Chinois. Ja. War auf jeden Fall richtig cool. Leute, hier gibt's richtig viel zu entdecken. Ich meine, ich bin selber gerade hier dabei, die Sachen zu entdecken, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, offene Leute. Und wer Mitte Juli nichts zu tun hat, sollte besser auf diese Insel kommen. Da bin ich auch wieder da und hab was Gutes vor. So, wenn du erlaubst, würde ich jetzt einfach weiter pennen. 8 Uhr. Seid ihr gegönnt.